Oh, hi. Hat mich gerade eben noch ein bisschen gestärkt. Weil wir hier raus müssen aus dem Haus und da draußen wartet ein ungemütliches Pärchen auf uns. Ich zieh mal nochmal eben was. Letzte Reste von einer Fanta. Product Placement. Fanta. Lecker. Sorry. Top vorbereitet. Aber jetzt. Oh, eine Schokorosine habe ich noch. Hebe ich mir für später auf. Wollen wir mal loslegen jetzt hier. Also. Da, pure Eskalation da draußen. Ich weiß halt nicht, ob ich hier rauskomme, ohne dass der Typ, der ja ein leichtes ADHS-Problem hat und eine Axt in die Hand gedrückt bekommen hat, kann die Frau sich mal jetzt woanders hin bewegen? Na also. So, mir sieht hier keiner, oder? Warte. Ja, komm, an, mal hier. So. Seitlicher Blick ist nicht so gut gegeben. Warte, warte, warte. Frau, bleib da hinten, bleib da hinten, Frau. Bleib da hinten. Bleib da hinten. Beeil dich, beeil dich. Sebastian, beeil dich. Renn weg. Renn weg, ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Die ist so blöd, die merkt gar nicht, wenn der Partner weg ist. Da, da ist sie wieder. Okay, das hat zum Glück geklappt. Keine Eskalation mit irgendwie Rumballerei und dann keine Muni mehr. Ja, also ich, wie gesagt, in The Evil Within 1 hatte ich automatische Zielhilfe, hatte ich glaube ich an. Wäre eine Überlegung wert. Benutzen bestimmt alle, die es mit Controller spielen. Als Ausrede. Obwohl ich ganz ehrlich gesagt mit einem Joystick besser... Hör mal auf hier hinzugucken. Besser Shooter spiele als mit der Maus. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, das schaffe ich doch nie. Das schaffe ich doch nie. Das dauert viel zu lange. Das dauert viel zu lange. Die hat ein Gesicht auf dem Rücken. Die hat einfach mal ein Gesicht auf dem Rücken. Guck dir das an. Naja, es hat auf jeden Fall geklappt. Da. Da ist ein Gesicht. Warum? Warum? Also, das Haus haben wir geschafft. Das grüne gehen nehme ich noch mit. Axt ist voll, okay. Ich weiß ja eh nicht, wie ich die Axt benutze. Vielleicht soll ich das nochmal nachgucken. Ja, dann gehe ich nochmal in die Kirche und dann zurück in die Basis ein bisschen pimpen. Und dann werden wir uns aufmachen zu den Quests. Vielleicht zumindest die ersten so mal, aber... Warte, was war denn jetzt mit dem hier? Kann ich hier nicht irgendwie einfach so einen drüber hauen? Also der im Keller, der ist ja wach geworden, als ich in den Kopf geschossen habe. Wie sieht das jetzt ein bisschen anders aus hier? Ist hier noch jemand? Nein, gut. Ach schön, unsere Basis so am Rand der Welt. Wie viel Schuss habe ich? Ich probiere es mal eben. Das war ja so klar. Nein, hör auf. Alter, wie viele Schüsse brauchst du denn für ein so ein Ding? Ob sich das gelohnt hat? Kann man da nicht vorher einfach die Axt draufhauen? Warum? Das sieht so bekloppt aus, der Hintergrund. Oh, hier ist noch was. Also Kirche machen wir auch noch, ne? Hat der irgendwie gerade gespeichert oder so? Also wann der speichert, das muss ich immer noch herausfinden. Das weiß ich noch nicht so ganz. Ah, Moment mal. Da ist wieder was Weißes. Wie? Da. Erfassung. Wieder ein toter Mobius-Typ. 50 Meter voraus. Brauche ich jetzt aber nicht. Aber das finde ich auch so. Mal weg. Aber da möchte ich jetzt eigentlich gar nicht hin. Ich wollte mir die Kirche angucken. Genau, wir gucken uns jetzt hier die Kirche an. Da vorne tot. Ach, da ist der tote Mobius. Okay. Aber schön, wie die Karte sich so aufdeckt. Ich muss mir nur echt merken, in welchen Häusern ich war. Wobei, hier ist das relativ klar, weil hier steht der Computer drin. Und solche Häuser sind ja Unikate. Hoffe ich zumindest. Dass jetzt nicht ganz Union voll mit Kirchen ist. Hallo. Bitte vergib mir meine Sünden. Bitte vergib mir meine Sünden. Bitte vergib mir. Oh Herr, bitte. Ich weiß, ich habe gesündigt, aber nicht das. Bitte vergib mir meine Sünden. Vergib mir. Oh Herr, bitte. Bitte.
Bitte vergib mir, was ich getan habe. Hallo? Bitte vergib mir. Alles in Ordnung? Bitte vergib mir. Bitte vergib mir. Oh Gott. Bitte. Bitte. What? Warum? Wieso? Weshalb? War das der Moment der Transformation? Warum die Menschen zu Untoten werden hier? What? Nein! Oh, geil! So, das war er. Was? Wie? AD, AD, AD. Nein, ich mach doch. Hinter mir ist auch noch einer. Wunderschön. Hört auf. Hört, was? Nein, nein. Das war's mit mir. Nein. Oh Gott, wo hab ich denn gespeichert das letzte Mal? Ich hoffe nach der Videosequenz. Ich hoffe, die sind so fair. Kapitel 3, Resonanzen. Mhm. Oh, nee, ne? Aha, hier. Okay, warum auch immer. Okay, das war, nicht so gut. Den Pastor hatte ich sofort erledigt. Müssen wir uns jetzt nochmal angucken. Wie steht's denn um mein Leben eigentlich? Naja, die... Sollte eigentlich funktionieren. Ja, vergib mir... Bitte vergib mir. So, ich überspring das mal eben. Den Part kennen wir ja schon. Ja, jetzt schießt er daneben. Toll. Oh, der Nächste, der Nächste. Nein. Okay, jetzt ist zumindest nur noch einer da. Nicht daneben schießen. Lebt er noch? Ist er tot? Okay, es muss nicht immer der Kopf direkt explodieren. Funktioniert auch so. Oh, ich hätte voll gar nicht mehr schießen können. Meine Munition ist leer. So, das war der Pastor. Den kann ich mir jetzt gar nicht angucken. Na, viel zu gucken gibt es auch nicht mehr, außer dass... da pocht noch alles. Ist das eklig. Was ist mit ihm hier? Hier tut sich nichts mehr. Ohne Spritze, schön. Da freue ich mich. Hallo? Da hinten scheint noch jemand zu sein. Gerade aber nicht mein Problem. Kann ich hier spielen? Leider nicht. Die Blume können wir mitnehmen. Ah, sehr schön. Der Pater hat sich definitiv gewehrt. Das wollte ich gerade gar nicht. Ich wollte das Ding aufmachen. So. Und noch ein Schlüssel. Na, nimm, nimm. Sehr schön. Leichenschrankschlüssel. Zwei haben wir schon. Ja, das war die Kirche. Also was ich gerade sagen wollte, Transformation, warum die Menschen hier zu Untoten werden. Da hattet ihr ja auch eine Theorie von wegen ein Virus im Stem. So, und ich glaube, nach diesem kurzen Schock möchte ich mich jetzt einfach nur in Ruhe pimpen. Wobei, da war noch jemand. Den habe ich doch vorhin aus dem Fenster gesehen. Hätte ich jetzt auch rausklettern können. Julian Besucherzentrum. Ja, alles später. Also schön, dass man viel erkunden kann. In welche Richtung guckt er? Voll in meine. Nicht so gut. Er hat aufgehört mit dem, was er getan hat. Oh. Oh. Na, ich weiß halt nicht, wie schnell der sich umdreht, ne? Hätte ich jetzt geschafft. Wahrscheinlich. Aber ich gehe mal auf Nummer sicher. Ich bin nicht da. Kannst woanders suchen. Links im Bild übrigens mein Puls.
Jetzt nicht nur Facecam. Ja, er nimmt schon das Messer raus und... Weg mit dir! Ja, der stirbt wenigstens sofort, nicht wie die eine Tante da im Keller. So, wir haben viel Schießpulver. Ich komme schon wieder ganz woanders hin, ne? Das Haus kann ich auch noch machen. Und das könnte ich auch noch machen. Quasi erstmal die Häuser so in der Umgebung abchecken. Also das Haus hier. Ist ziemlich groß sogar. Sieht auf der Karte kleiner aus. Und das Haus hier. So, ich renne jetzt mal. Ich hoffe, hier ist jetzt nichts. Und ich weiß immer noch nicht, wann speichert der. Speichert der nach jedem Kill oder so? Das wäre sehr schön. Ich glaube aber nicht. Das wäre zu schön. Nee, 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 dann hätte der ja Quatsch. Da, er hat gerade gespeichert. Jetzt habe ich es gesehen. So, wir könnten noch hier reingehen, aber... Mache ich das direkt? Hallo? Taschenlampe wieder an. Wie groß ist dieser Ort, ist immer die Frage. Ja gut, man könnte natürlich jetzt noch ein bisschen looten, dann lohnt sich das Pimpen hinterher mehr. Was haben wir denn hier alles? Devil's Dawn. Julian. Boah, aus Versehen, wie bei TTT, bin ich gerade auf den Abzug gekommen. Zum Glück hatte ich eh keine Munition mehr. Was ist das jetzt hier eigentlich? Ist das das Besucherzentrum sein? Ja, ja, klar, bei den ganzen Prospekten. Ist die Frage, war es das jetzt wieder? Oh, was haben wir denn hier? Informationen 5. Willkommen in Union-Broschüre. Union ist die perfekte Mischung aus Kleinstadtcharme und modernem Komfort, umgeben von zahlreichen Naturwundern. Kommen Sie und erleben Sie einfachere Zeiten, wo Sie wieder mit einem warmherzigen und freundlichen Lächeln Ihrer Mitbürger empfangen werden. Lassen Sie das hektische Treiben hinter sich und kommen Sie an einen Ort, der Sie mit offenen Armen empfängt. Union, schön, dass Sie hier sind. Hallo. So, das, wie ist jetzt wieder Zoom? Zoom ist Maus 2. Mhm. Dining, Shopping, Activities. Wunderschön, erinnert mich gerade ein bisschen an das nächste Far Cry. Und umdrehen, AD. Oh, das Diner, das sieht cool aus, da möchte ich hin. Gut, ja. Was waren denn eher Details? Achso, hätte ich noch den Text ausblenden können. Na gut, das muss jetzt nicht sein. Was haben wir hier drin? Nix, geil. Und hier geht's weiter. Hier geht's weiter. Abgeschlossen. Okay, hier geht's nicht weiter. Das heißt, das war's jetzt? Direkt verwöhnt, nachdem ich in das allererste Haus reingegangen bin, in das kleine, und da diesen riesen Keller entdeckt habe. Ich bin ja eigentlich froh. Ich weiß nicht, wie groß die Union ist. Wir sind ja noch ganz am Anfang. Und, naja, ob das jetzt hier alles ist, wage ich gerade mal so ein bisschen zu bezweifeln. Und wir haben jetzt das Haus, die Kirche und das Haus. Da haben wir doch schon mal, aller guten Dinge sind drei und nach diesen drei gucken wir mal, ob wir ein bisschen was leveln können. Also wir brauchen vor allem Munition. Da vorne steht noch eine Flasche. Wird man eigentlich leichter gesehen mit... Untersuchen? Was? Einmal im Müll, ja, nach Pfandflaschen suchen. Und war nicht mal was drin. Das ist ja enttäuschend. Okay, da vorne ist viel los. Das irritiert mich ein bisschen mit der Stadt über uns da hinten. Und, oh Gott, ich bin schon wieder so weit. Das ist ja schon längst das nächste Haus hier. Ne, das ist das Haus. Das ist ja so, genau, das ist ja so ein Bogen. Und ich brauche die Taschenlampe auf einer anderen Taste. Ich finde V einfach nicht. Keine Ahnung. Bin zu blöd dafür. Muss da mal extra gucken. Wie komme ich denn da dran? Wahrscheinlich Scheibe einschlagen, aber es macht sicherlich Krach und den möchte ich jetzt nicht gerade verursachen. Ah, man kann sich ja verstecken, ne? Im Busch. Naja gut. Der ist eh beschäftigt. Können wir noch ein bisschen grünes G mitnehmen. Messer raus. Das ist ein Dicker, ne? Das ist ein Dicker. Da reicht das Messer nicht. Oh, da reicht es doch. Na gut, ich nehme alles zurück. Dahinter liegt... Ist schon wieder irgendwas.
So, einmal noch irgendwas sammeln, speichern ist immer schön und Müll durchsuchen. Ah, hier haben wir sogar was gefunden. Sebastian, was ist nur aus dir geworden? Aus seinem guten alten Detective. Ein Flaschensammler. Was stinkt denn hier so? Ja, wenn du in die Tonnen immer reingreifen musst. Damit habe ich übrigens nichts zu tun. Also, wir haben da... Das kennen wir schon. Das ist hier vor uns irgendwas. Knick, knack. Wie geil ist das denn? Mega. Und da hinten ist unsere Tochter. Aber die kann warten. Hat jetzt lange genug gewartet. Die paar Folgen wird sie auch noch aushalten. Oh, da ist wieder eine... Oh. Das war das Besucherzentrum, ne? Guck mal. Ah, sehr schön. Können wir direkt mit 3 Schlüsseln zu Tatjana. Dann machen wir das jetzt auch. Wo können wir denn rein? Da ist zu. Da kommen wir rein. Schauen wir mal, was wir so als erstes pimpen werden. Und vor allem brauche ich Munition. Also das hat wirklich höchste Priorität eigentlich. Oh, Nils Unterschlupf. Taschenlampe aus. Ich kenne mich hier gar nicht aus. Also wir haben noch 4 Schuss mit der Schrotflinte. Das ist... Ja. Naja. Hi O'Neill. Oh, Leben. Kaffee trinken. Da fühle ich mich doch direkt wieder gestärkt. Und jetzt schauen wir mal, was wir hier machen können. An der Werkbank. Herstellung und Waffenverbesserung. Machen wir erstmal Herstellung. Pistolenmunition. Wie viele Dinge habe ich? 41. 41. Oh Gott. Das ist dann quasi alles, oder? Nehme ich noch ein bisschen Schrotmuni mit, oder? Ich nehme jetzt mal im 18. Wie viel brauche ich denn für die Schrotflinte? Was kostet denn die Schrotflinte? Ich kaufe das mal eben hier. Achso. Oh, 5. Ja, das. Ah, kann ich mir gerade noch leisten. Ja, hier, komm, eine Patrone. So, schön. Jetzt haben wir ein bisschen Munition, ist wieder da. Waffenmunition, Spritze. Ah, ich kann ja Spritze machen. 3 Pflanzen, das heißt, ich kann mir 2 Spritzen machen. Und mehr kann ich eh nicht tragen. Perfekt. Super. Ich bin sehr zufrieden. Also, kann man machen. Und Waffenverbesserung. Dafür braucht man Waffenteile. Ich würde sagen, wir setzen voll in die Pistole. Nachladezeit. Boah, jetzt können wir ja... Moment mal. Gilt das jetzt hier? Hä? Achso, erhöht den Schaden aller Waffen. Derselben Kategorie. Aha. Da muss man sich jetzt auch erstmal schlau machen. Magazingröße. Ja, die kann ruhig so bleiben, wie sie ist. Feuerkraft. Einfach mehr Feuerkraft. Hm. Was kostet's? 90 Teile und wir haben 120. Wow, wir können uns eine Sache leisten. Das war's. Die anderen Sachen... Oh, guck mal, das kostet nur 20 Teile. Erhöht Kapazität des Magazins um eine. Nachladezeit kostet auch nur 20. Unter 2 Sekunden. Ja, das kann manchmal sehr hilfreich sein. Und Feuerrate. Kostet 30, dass wir noch schneller schießen können. Die Geschwindigkeit war eigentlich soweit in Ordnung. Ich glaube, ich spare dann lieber. Magazingröße für die Schrotflinte wäre ganz gut. Was ist das hier? Schaltet Stufe 2 Verbesserung frei. Okay, erhöht Kapazität. Dann mache ich das bei der Schrotflinte. So, haben wir beides ein bisschen gepimpt. Damit sind die Waffen soweit fertig. Also hier Schrotflinte können wir jetzt nochmal nachladen. 4 Schuss drin, sehr schön. Und Pistole überhaupt mal nachladen. Haben wir neue Munition. Gut. Das wäre das. Dann müssen wir... Was war eigentlich hier? Ah, hier bin ich hergekommen. Okay, ich weiß. Nee. Hä? Moment, was war hier? Sebastian. Wo war der Spiegel? Hier geht's, glaube ich, raus, ne? Nee, hier ist der Spiegel. Hier ist der Spiegel. Ja, bald kenne ich mich aus hier. Gar kein Problem. Nee, hier war nicht der Spiegel. Ja. So, einmal schnell noch Tatjana besuchen.
Da ist der Spiegel. Oh, wir können ja sogar ins Büro. Wir kommen ja erstmal ins Büro und dann auf den Stuhl. Oh, und die Katze ist wieder da. Und man kann immer schön speichern, das ist auch gut. Wobei, das können wir im Unterschlupf eigentlich auch. Ja, Kätzchen. Es freut mich, dich wiederzusehen. Was ich alles erlebt habe, das glaubst du gar nicht. Und ich bin da zig Untote gesehen. Gar keine Lust mehr zurückzugehen. Ich bleib jetzt hier bei dir. Gibt's da irgendwas Neues? Wahrscheinlich nicht. Ich geh mal nicht davon aus. Hier die Hauptcharaktere. Nee. Den einen haben wir ja tot gefunden, aber sonst. Ich bin nur zum Pimpen hier. Was ist eigentlich das hier? Hilft mir jetzt nicht viel weiter. Ich dachte, vielleicht die Karte oder so wird sich nach und nach aufdecken. Hätte auch hier arbeiten können. Hätte der Uni mich nicht gestört. Ja, Waffenteile sind alle verbraucht, aber naja. Das heißt, wir müssen sehr viel Müll durchsuchen, damit wir viele Waffenteile kriegen. Und erstmal gucken, was wir mit dem grünen Gel so investieren können. Hups. Tatjana? Sie haben etwas mitgebracht. Einen Schlüssel? Exzellent. Jetzt macht sie das. Manche Schlüssel führen zur Erleuchtung. Aber dieser gehört nicht dazu. Dieser ist eher weltlich, aber dennoch nützlich. Man hat ihn wieder erschrocken. Öffnen Sie einen. Sein Inhalt ist in Ihren Händen besser aufgehoben als hier unter Verschluss. Ja, Tatjana, ich mache ja schon. Ja gut, ich wollte erst ein bisschen... Na egal, da könnte auch grünes Gel drin sein. Machen wir erstmal hier auf. 3 Schlüssel habe ich. Dann gehen wir einfach chronologisch durch, so ganz normal, oben links nach unten rechts, oder gibt es eine goldene Mitte? Wie viel sind das denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nein, gibt es nicht. Und 4. Ich mach mal wie Lottozahlen. 3. Was ist das? Schießpulver. Kann man benutzen. Dann nehmen wir mal das erste Fach jetzt hier. 150 Waffenteile, das ist doch gar nicht schlecht. Und komm, nehmen wir den ersten und den letzten. Dann haben wir die schon mal weg. Schrotflintmuni. Gut. Ja, das war jetzt kein grünes Gel dabei, aber ich bin trotzdem ganz zufrieden. Kamera bewegen. Achso. Hallo Tatjana. Ja, hier ist es ruhig. Aber Sie sollten hier nicht rumlungern. Ja, ich bin ja gleich wieder weg. Ich gehe einmal nur kurz hier dran und muss mich entscheiden, was ich tue. Kampf haben wir schon ein bisschen gemacht. Was haben wir denn da gemacht? Weiß ich schon gar nicht mehr. Ach so, dass man nicht so rumzittert. 4700 haben wir. Oh Gott, das ist ja nix. Ruhige Hand, 3000. Schläger, Nahkampfangriffe verursachen mehr Schaden. 150%. Das hätte mir im Keller wahrscheinlich schon viel geholfen. 200%. Aha. Gesundheit kann man auch immer gebrauchen. Ein bisschen mehr. Das steigert Maximum. Hier kommen so ganz tolle Special-Dinger dazu. Ja, dagegen hätte ich jetzt nicht unbedingt was einzuwenden, aber es ist ja diesmal schon gar nicht so schlecht. Heilung. Regeneriert mehr Gesundheit. Und List. Ja, das würde ich vielleicht sogar ganz gerne machen. Wobei, bisher haben die Schritte gar nicht so viel Geräusche gemacht. Also dann spare ich... mache ich mal ganz standardmäßig ein bisschen Leben mehr. So. Das nächste... Okay, das kostet schon wieder viel. Dann ein bisschen mehr Sprinten. Machen wir mal so erstmal die Basics. Ausdaueranzeige ist ein bisschen höher. Und was hat das... Na, dann machen wir das eben doch. Was gibt's denn noch so? Das ist alles interessant, was es hier gibt, aber das gucken wir uns dann alles später an. Wir haben jetzt eh kein grünes Gel mehr, haben aber ein bisschen was investiert, ein bisschen mehr Leben, können ein bisschen schneller sprinten, ein bisschen länger sprinten. Er speichert automatisch, aber ich gehe gleich trotzdem nochmal in den Speicherplatz. Nicht den hier. Ich weiß gar nicht, warum ist denn hier einer und im Unterschlupf. Aber schön, dass diese Musik wieder dabei ist.
Oh, schöne lange Sprintanzeige. Hi O'Neill, ich bin wieder da, hab volle Leben und speichere mal eben bei dir. Ich hoffe, das stört dich nicht. Arbeite du ruhig weiter, was macht der eigentlich die ganze Zeit? Neuer Speicherplatz, ich speichere einfach hier und... Naja. Gut. Dann hätten wir das. Ich guck mal eben auf die Karte. Ja, ich denke mal beim nächsten Mal gehen wir so langsam Richtung Mobius Transporter, auch wenn da ein bisschen viel los ist, aber dann haben wir halt viel Action. Ich habe ja jetzt jede Menge Munition. Ist ja gar kein Problem. Das machen wir dann beim nächsten Mal, ne? Ich gehe schon mal hoch. Ich gehe schon mal raus. Linke oder rechte Tür? Linke oder rechte Tür? Ich bin so doof, ne? Ich glaube, die rechte ist unsinnig. Ja, ich hatte sogar recht. Diesmal wusste ich's. Raus! Mädchenstimme, ja, ja. Kirche haben wir zum Glück geschafft. Da vorne war nicht so viel drin. Jetzt gehen wir da hinten hin, wo so viel los ist. Aber wie gesagt, erst in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.